Hallo und willkommen zurück bei X3 Reunion. Wir sind ja immer noch hier in unserem neuen Das Kontrollzentrum Kontrollzentrum eines angedockt. Komplexes regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. Und wir sehen, unsere Siliziummine und unser Sonnenkraftwerk produzieren ganz ordentlich. Aber die Kristallfabrik noch nicht, weil die hat noch nicht genug Siliziumscheiben. Und ja, das läuft erstmal. Ich denke, wir werden erstmal ein wenig woanders rumfliegen. Und wenn wir dann wieder genug haben, Energiezellen. also wenn hier wieder genug Energie produziert worden ist, können wir wieder vorbeischauen. Wir sind derweil immer noch auf der Suche. Warte, wie viel Geld haben wir überhaupt noch? 900.000 Credits. Nicht gerade viel. Ich schicke mal die Chimäre. Ich soll hier zum Ausrüstungsdock fliegen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und die Mamba. Ja. Ist denn hier schon alle Waffen ausgerüstet? Alle Waffenslots? Nein, sind sie nicht. Das heißt, wir nehmen von unserer Split Mamba, nehmen wir zwei, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Energieplasmawerfer. Alpha-Energieplasmawerfer transferiert. Und senden die an unser anderes Schiff. Autopilot aktiviert. Frachttransfer. Und genau. Alpha-Energieplasmawerfer transferiert. Die hat die auch gleich installiert. Also das falsche Schiff. Halt, stopp. Was mache ich denn? Hier muss man gucken. Genau, die sind alle gleich installiert. Und wir mopsen noch ihre Hornissen. Die braucht die nicht. Hornisse Und die transferiert. Kampfdrohnen. Kampfdrohne transferiert. Okay, dann schicken wir die zum Ausrüstungsdock. Autopilot Und wir fliegen deaktiviert. zurück nach Argon Prime und verkaufen dort unsere alte Split Mamba Aufklärer, die wir ja jetzt nicht mehr brauchen. Stromantrieb wird geladen. 10%. 20. Dann haben wir etwas Geld und versuchen uns dann davon noch ein paar Schockwellengeneratoren zu kaufen. Für unsere Geschützkanzeln. Erreiche System Argon Prime. Dann gucke ich gleich mal, wie die Waffenverteilung gerade ist. Da brauchen wir noch ein paar Wir nehmen uns jetzt sämtliche Sachen von Projektilkanonenmunition dem Schiff runter. transferiert. 25 Projektilkanone. Alpha Energieplasma. Beta Alpha Partikelbeschleunigerkanone Und transferiert. schicken das Schiff zur Schiffswerft. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und wir verkaufen die restlichen Waffen im Ausrüstungsdock. Argon aus Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert.
Und wir schauen mal, wo die Chimäre ist, ob die schon da ist. Jupp. Dann kaufen wir mal für die Chimäre all die ganzen Erweiterungen. Laderaum erweitert. Triebwerks-Ruderoptimierung. Boost-Kampfsoftware MK1. Navigations-Kampfsoftware MK2. Handelssoftware MK2. Gut. Installiert. Währenddessen verkaufen wir hier am Ausrüstungsdock die restlichen Sachen unseres alten Schiffes. Dass er durch die Chimäre gut ersetzt wird. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Die Projektilkanone. Jetzt muss ich aufpassen. Eine tödliche Waffe, die auf großen Kampfschiffen und vielen Zerstörern installiert wird. Alpha-Energieplasmawerfer. Verkauft. Wie viel habe ich auf dem Schiff installiert? Es müssten 5 sein. Das heißt, ich muss 5 behalten. Alpha-Energieplasmawerfer. Verkauft. Hornissen können wir auch verkaufen. Hornisse. Verkauft. Was gibt's noch, was wir verkaufen können? Den behalten wir. Diese Waffe wird auf die können wir verkaufen. Alpha-Partikelbeschleunigerkanone. Auch verkaufen. Beta-Partikelbeschleunigerkanone. Verkauft. Das können wir auch mitnehmen. Mineralienkollektor installiert. Ah. Wir sollen jemanden nach Argon Prime Produktionskomplex Schwarmraketen. Halt, ich muss noch ein Schild verkaufen. Ich habe noch den 25 Megajoule Schild dabei. Der muss auch weg. 25 Megajoule Schild verkauft. Gut, die Kampfdrohnen kann ich hier nicht verkaufen. Nee, gut. Sonst gibt es hier keine Mission. Schwarmraketen Alpha will dahin. Na gut, jetzt nicht so gefährlich, ein paar Jäger. Damit kommen wir locker klar. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Genau, dass wir die Geschützkanzen ausschalten. Beziehungsweise die Kanzen, die einen Beta-Schockwellengenerator haben, nicht benutzen. Oder beziehungsweise den ausbauen. Denn sonst würden auch die anderen Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden und das wäre jetzt natürlich ungünstig. Kommando akzeptiert. Aber ich sehe schon, die Sektorwache greift die an. Das ist natürlich nicht so sehr gefährlich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Alarm. Rakete im Anflug. Unsere Schilde werden ja kaum beschädigt durch die gegnerischen Schiffe. Rakete im Anflug. Xenon M. Xenon L. Kein Ziel. Xenon M. Kein Ziel. Xenon L. Kein Ziel. Xenon M. Xenon M. Xenon M. Kein Ziel. Xenon M. Xenon M. So, wie viele sind denn noch da? Xenon M. Noch 2 oder so. Kein Ziel. Xenon M. Und das war auch schon der letzte jetzt. Kein Ziel. Xenon. Jetzt erstmal erinnern. Hab ich übersehen. Liegen ein paar Raketen rum, aber das müssen wir jetzt nicht mit einsammeln. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So, wir Argon wollten zur Polizei, Discard Produktionskomplex. Genau, dahin wollten wir. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot wir schnell die Mission aktiviert. Abschließen. Und wir können ja wieder bei den Waffen
sämtliche Generatoren wieder einbauen. Können auch nur Zwischenzeit schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Und wir sehen schon die ersten Kristalle. Ne, die wurden noch nicht hergestellt. Mal gucken, wie viele Siliziumscheiben so eine Kristallfabrik braucht zum Funktionieren. Aber es dauert halt eine Weile, bis das alles in Gang gekommen ist. Andock, eingehende Nachricht. Und ja. Gibt's hier was Lustiges? Nö. Gut, was machen wir denn jetzt? Wir könnten ja mal wieder bei den Piraten vorbeischauen. Und zwar hier drüben in Elenas Glück, denn da gab es ja eine ganze Weile lang dieses riesige, diesen riesigen Piratenzerstörer, der da immer rumkreuzte. Und der uns relativ leicht vernichtet hätten können. Aber ich denke mal, mittlerweile könnten wir den vernichten mit unserem neuen Schiff. Und da bin ich mal gespannt, wie sich da die Schlacht entwickelt, wenn wir den schnell finden. Erreiche System Elenas Glück. Erreiche System Split Feuer. Und der ist ja bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Kann ja noch die verkaufen. Mamba verkauft. Es war ein schönes Schiff, aber jetzt brauchen wir es erstmal nicht mehr. System Brennans Triumph. Wir könnten auch, wenn wir wollten, die Piratenbasis vernichten. Selbst dazu haben wir jetzt genug Feuerkraft. Aber das muss ja erstmal nicht sein. Und da fliegen wir erstmal zum Südtor weiter. Wo gerade irgendein Betrieb ist. Und immer wenn die aufleuchten, kommt halt jemand durch. Muss ein Frachter gewesen sein. Nicht sehr interessant für uns. Können wir auch gucken in der Fabrik. Ob es da noch irgendwas gibt. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Priester-Imperators Xal heißt unser Priester-Herzog alle Freunde an Bord willkommen. Reimwerk M Alpha. Erreiche System. Oh, das sieht gut aus. Chance. Das wird eine lustige kleine Schlacht jetzt. Obwohl wir ein starkes Schiff haben, werde ich erstmal speichern. Man weiß ja nie, was da noch passieren kann. Nupileus Memorial. So, wir verfolgen die mal. Wir sind jetzt zum Glück etwas schneller als der.
Und da kann der uns auch nicht entkommen. Was ist das denn? Terraner. Terraner. Alpha EM Plasmakanone, was ist das denn? Scheint eine terranische Waffe zu sein. Das ist mal ein fetter Frachter. 10, 25 Megajoule-Schilde. Egal, wir kümmern uns um die hier. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oh, die feuern auf mich. Das ist aber nicht sehr freundlich. Kommen Sie erst. Schießen wir erstmal die Jäger ab. Und wie ihr seht, wenn die Schockwellengeneratoren auf volle Pulle laufen, kann es durchaus passieren, dass auch mal auf neueren Rechnern die Framerate etwas runtergeht. Wow, 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 das geht aber voll ab hier. Was? Mir scheint, ich habe aus Versehen jemanden abgeschossen. Naja, Pech gehabt. Baluga. Eine Baluga, was ist das denn? Scheint eine Rakete zu sein. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Muss wohl irgendwo gerade ein Split-Händler vorbeigeflogen sein. Naja. Frachtraum enthält nun Baluga. Was gibt's denn noch? Aurora und Feuerfalter. Naja. Wir können die Rakete nicht ausrüsten. Das ist etwas schade. Wir fliegen mal zum Südtor. Denn da hinten ist ja ein Xenon-Sektor. Und da bin ich auch mal gespannt, ob wir mit den Xenon ein wenig Spaß haben können. Und da, bei dem Tor herrscht rege Aktivität, sehe ich gerade. Das ist schon mal ein Xenon L. Ein M. Und ein LX. Uiuiui, das ist aber sehr, sehr viel los. Xenon Sektor 101. Mit einem P, mit einer Fregatte. Okay, da können wir hier ordentlich mal aufräumen. Kommando akzeptiert. Xenon LX. Alarm. Rakete im Anflug. Xenon M. Oh. Kommando akzeptiert. Da hat einer von den Xenon sein Schiff verlassen. Das finde ich aber sehr, sehr lustig. Kein Ziel. Xenon M. Da muss ich mal die Geschützkanteln ausschalten. Alarm, Alarm. Rakete im Anflug. Denn sonst Xenon wird das Schiff M. wahrscheinlich zerstört werden. Und das will ich ja nicht. Auch jetzt noch kann es sinnvoll sein, Schiffe zu ändern. Xenon M. Kein Ziel. Xenon L. Kein Ziel. L. Und gerade so ein Xenon-Schiff ist sehr, sehr selten. Besonders, dass man das in die eigenen Hände bekommt.
kommt denn da jetzt? Xenon P. Ist aber schon ein größeres Schiff. Ramm ich einfach weg. Xenon M. Kein Ziel. Xenon M. Kein Ziel. Xenon M. Xenon M. Macht das noch inner. Nee, noch drei sind da. Xenon M. Kein Ziel. Xenon M. Kein Ziel. Xenon M. Noch? Da lebt er noch. Sehr ein Glück gehabt. Kein Ziel. So, jetzt möchte ich bitte das andere Schiff entern. Schiffssteuerung transferiert. Und da kann der gleich mal andocken. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und da haben wir ein Xenon L gekapert. So, und jetzt fliegen wir durch Südtor. Tor, Xenon Sektor 101. Und gehen mal den Xenon in diesem Sektor ganz gehörig auf den Keks. Erreiche System, Xenon Sektor 101. Denn mit etwas Glück könnten wir sogar, wenn wir ein GKS zerstören, also ein Großkampfschiff, dessen Fracht aufsammeln, die meistens aus sehr großkalibrigen Waffen besteht. Und die sind extrem teuer, was uns wiederum sehr viel Geld beim Verkauf einbringt. Xenon M. Kommando akzeptiert. Kein Asteroid. Und da haben wir auch schon drei von den großen Schiffen. Vier. Das heißt, wir müssen ein sechs. Das heißt, wir müssen ja sehr, sehr aufpassen, weil wir sind zwar stark, aber gegen konzentrierten Photonen-Impulskanonenbeschuss können auch wir nicht lange standhalten. Deshalb heißt es immer, die Gegner von unten angreifen, wo sie keine Beschützkanzel haben. Denn Großkampfschiffe wie Zerstörer und Träger haben prinzipiell keine Hauptlaser wie in unserem Schiff, sondern haben nur Geschützkanzeln. Die sind auch jeweils mit mindestens 6 Kanonen bestückt sind. Xenon M. Aber wir können die so austricksen, dass wir uns so positionieren, dass die sich gegenseitig abschießen. Wenn wir uns zum Beispiel hinter einem verstecken, werden die anderen trotzdem feuern und dabei ihre Kollegen abschießen. Wir sehen schon, jetzt sind wir wieder außerhalb der... innerhalb des toten Winkels des Schiffes. Ziel ist nun in Feueralarm. Rakete im Anflug. Alarm. Rakete im Anflug. Und die Schockwellengeneratoren sind halt einfach nur episch gegen sämtliche Raketen, weil die werden so schnell vernichtet. So, das erste ist schon mal zerstört. Xenon L. Kein Ziel. Xenon L. Xenon LX. Kein Ziel. Das LX ist übrigens auch so ein
überschwere Jäger wie unsere Chimäre. Und der feuert munter weiter drauf los. Aber das können wir auch. Xenon J. Warnung. Energielevel niedrig. Wieder ausschalten. Kommando akzeptiert. Damit, falls der Waren hat, die ihn interessieren, dass wir die einsammeln können, aber der hat nichts. Jetzt können wir wieder anschalten. Kommando akzeptiert. Und weiter Gegner schnetzeln. Xenon L. Kein so. Xenon L. Ist noch einer? Wir haben ja schon ganz schön viele ausgeschaltet. Können wir schauen, noch ein Großkampfschiff angreifen. Das sind nur noch vier. Nehmen wir uns erstmal den da, der ist einzeln. Xenon K. Das ist ein K, also ein Zerstörer. Da müssen wir gut aufpassen, dass wir im toten Winkel bleiben von dem. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Werden unsere Kanzeln die Jägerabwehr leisten? Und jetzt auch schon mal auf das Schiff konzentrieren. So, wieder Geschützkanten ausschalten und dann von Hand zerstören. Kein Ziel. Und hat das was gebracht? Naja, nicht wirklich. Doch, Beta-Pulsstrahlen. Pulsstrahler, das ist sehr gut. Das sind sehr wertvolle Waffen, die wir auch absolut in unsere neue Chimäre einbauen können. Die nehme ich auf alle Fälle mit, wenn hier alle Gegner besiegt sind. Xenon L. Kein Ziel. Xenon M. Was ja nicht mal allzu lange dauern dürfte. So, jetzt hier in der Nähe erstmal alle weg. Sehr gut. Beta-Pulsstrahler. Die nehmen wir auf alle Fälle mit. Das sind 9 Stück, das sind so ungefähr 5 Millionen Credits, was die wert sind, schätze ich mal. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind Frachtraum enthält nun Asteroid. Und was gibt's hier noch? Flak-Batterie, das ist auch wertvoll. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Frachtraum enthält nun Flak-Batterie. So, gibt's noch was Interessantes? Partikelbeschleuniger Nähe, Impulsstrahlenmeter ist auch wertlos. Typhoon. Die ist auch eine relativ wertvolle Rakete. Bringt, glaube ich, 33.000 Credits pro Stück. Warnung. Frachtraum ist geöffnet.
Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Frachtraum enthält nun Taifun. Und ich glaube, in dem Sektor hier gibt es sogar ein Asteroid. Easter Egg. Da muss ich mal gucken, wo das ist. Und zwar ist es eine Anspielung auf das auf den allerersten Teil dieser Reihe. Alpha-Impulsstrahlen-Emitter. Und zwar X Beyond the Frontier. Wrack des Xenon M0. Das Xenon M0 war ein Raumschiff, was die Xenon im allerersten Teil gebaut hatten. Was halt extrem kampfstark war und halt im Zuge der Story vernichtet wurde von unserem Vater. Mit seinem damaligen Raumschiff. Und wenn ich mich recht entsinne, müssten hier auch irgendwo Wrackteile seines Raumschiffs zu finden sein, das er damals benutzt hat. Aber ich weiß nicht genau wo. Das ist es nicht. Das sieht man auch gerade so schlecht, weil das hier jetzt von der falschen Seite beleuchtet ist. Und es sehr dunkel ist. Fliegen wir ein Stückchen raus. Na, vielleicht sehen wir dann besser, was hier Sache ist. Aber sonst, ne, hier sonst war ja nichts Wertvolles dabei. Ein paar Raketen hauptsächlich. So. Können wir kurz anhalten und gucken, ob wir das sehen. Oh, wir haben schon wieder Gesellschaft hier. Das ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Da auch nicht. Hm. Halt, was ist das? Ne, was auch nicht, schade. Egal. Wir kümmern uns mal um die nächsten drei Schiffe. Die da zu uns wollen. Xenon M. Dafür schaut man natürlich wieder die Geschützkanzeln an. Kommando akzeptiert. Xenon K. Wieder ein Zerstörer. Und jetzt sehen wir schon, da fährt ja eine volle Breitseite auf uns ab, was natürlich nicht so geil ist, wenn man getroffen wird. Aber wir weichen deshalb lieber aus. Zumindest im Großteil der Geschosse. Und erwidern das Feuer. Wie ihr seht, können die Raketen uns nichts anhaben mit unseren Schockwellengeneratoren. So, eine Wende. Oh oh. Kommando akzeptiert. Das hat wohl wehgetan jetzt. Ja, ich sehe nichts. So, der ist K.O. Hat der was fallen gelassen? Leider nicht. Nicht mal Raketen. Okay. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Wir haben noch ein paar mehr Feinde hier. Kein Ziel. Xenon M. Kein Ziel. Hm. So, der ist 21 Kilometer weit weg. Der ist 9 Kilometer weg. Also machen wir den mal schnell platt hier. Was haben die überhaupt geladen? Na, so weit weg kann ich noch nicht angucken. Na, Scanner, funktioniert so?
Gamma-Photonimpulskanonen. Oh, 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 ausweichen. Sie ist nun in Feuerreichweite. Meine Schilde sind schon fast halb tot. Das ist natürlich schlecht, wenn man ständig getroffen wird. Aber ich kann jetzt auch ein bisschen aggressiver in die Kämpfe gehen. Da ich ja eine ganze Menge aushalte jetzt. So, und jetzt wieder den Gnadenstoß versetzen und hoffen, dass er was Gutes droppt. Kein Ziel. Er hat nichts gedroppt, was uns hilft. Nee, weiter. Also bleibt nur noch dieses letzte Trägerschiff übrig, was wir vernichten können. Dazu schalten wir wieder die Kanonen ein. Kommando akzeptiert. Guck mal, was der geladen hat. Oh, 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 ich muss ausweichen. Der hat auch... Oh, oh, das war ganz schön knapp. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Der hat auch nur Gamma-Photon-Impulskanonen. Autsch, das hat uns wieder ein Geschoss getroffen. 5. Finde ich auch sehr interessant, dass dann das Schiff so eine Weile lang brennt, wenn man von denen getroffen wurde. Was jetzt aber nur einen optischen Effekt hat und keine weitere Schadenswirkung. Rakete im Anflug. Kommando akzeptiert. Oh, 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 jetzt muss ich aufpassen. Und auch der hat nichts verloren. Schade. Egal. Aber wir haben einen ganzen Sektor von den Xenon gesäubert, was ja auch schon mal eine ganz gute Sache ist, finde ich. Und wir fliegen nochmal nach Profitbrunnen. Denn dort gibt es ja... Sprungantrieb wird geladen. Die Schockquellengeneratoren. Fabrik. Und da können wir mal schauen, ob die da jetzt mittlerweile was haben für uns. Ich möchte ja die Schutzkanteln ausschließlich mit den Waffen bestücken. Nein, die haben leider gar nichts für uns. Das ist sehr, sehr schade. Also fliegen wir nochmal nach Paranid Prime und gucken dort ins... Ausrüstungsdock. Und mal schauen. Erreiche System Paranid Prime. Was haben die hier? Gamma-Schockwellengeneratoren zumindest. Gibt's hier was? Gab's denn sonst noch eine Fabrik, die das herstellt? Torpedos, Schwarmraketen, Photonimpulskanone, mittleres Schild, leichteres Schild. Nee. Egal, wir kaufen uns den einen Gamma-Schockwellengenerator. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Und wir verkaufen erfolgreich. Im Namen des Priesterherzogs Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Baluga verkauft. So, was haben wir noch zum Verkaufen? Flakbatterie, ja genau, die brauchen wir auch nicht. Klingt auch eine ganze Menge. Ist eine neue Waffe.
Sie feuert mehrere angereicherte Energiestöße in den Raum, die eine effektive Verteidigung gegen die meisten Raketen und Jäger darstellen. Flakbatterie, Flakbatterie, Flakbatterie verkauft. Gut. Eine tödliche Waffe, die auf allen Korvetten, Zerstörern und Trägerschiffen installiert wird. Beta-Pulsstrahler verkauft. Ah, oh, Mist, ich darf noch gar nicht kaufen hier. Ja, Mist, egal. Gibt es hier eine Mission für uns? Ne, leider nicht. Okay. Ob wir in der nächsten Folge endlich schaffen, einen Gamma-Shockwind-Generator aufzutreiben, das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin, haut rein und ciao!